Wir hören jetzt gleich die Phoenix Foundation gemeinsam mit Lars Reichow, diesmal in der Rolle des Kabarettisten. Eben noch Sonne in Mainz und jetzt von der anderen Seite völlig verregnet. Aber wir haben Unterschlupf gefunden hier im Bootshaus mit der Phoenix Foundation, dem Jugendjazzorchester Rheinland-Pfalz, unter Leitung des legendären Bandleaders Frank Reichert, der die ganze Band von ganz, ganz klein hochgezogen hat. Philipp Hebgen zum Beispiel ist in einer Basstrommel zur Welt gekommen. Seine Mutter hat ihn dort entbunden. Ja, er kann selbst nichts mehr hören, weil er so gut geübt hat immer. Die Musiker müssen lernen, so schnell wie möglich alt auszusehen. Und das ist hier in einigen Fällen schon sehr, sehr gut gelungen. Hier braucht es noch ein bisschen Zeit. Die Saxophone sind im Eichenfass, im Barrique ausgebaut. Und Philipp Hebgens Bruder, Norbert Hebgen, steht hier an der Posaune. Seine Eltern sind Bierbrauer, seine Großeltern sind Bierbrauer. Eigentlich, er will auch mal Bierbrauer werden, wenn er das mit der Posaune hinter sich hat. Er denkt nicht in Noten, sondern in Kronkorken. Das ist das Erstaunliche an ihm. Jetzt spielt die ganze Band einen Titel aus den 70er Jahren, eine Krimiserie. Ich bin gespannt, ob Sie die noch erkennen.